Ist Project Lead das neue große Ding? Und darüber reden wir heute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Doch bevor wir über das Spiel sprechen, es gab ja irgendwie vor ein paar Tagen ein Drama zwischen Eroctic und Big Fry. Aber es war ehrlich gesagt nichts Großes. Das war, Big Fry hatte gesagt, das sei ein Scam und Eroctic nein. Und das war schon, das Drama ist vorbei. Aber ja, das will ich nur kurz sagen. Und die Frage ist, und ich beantworte die Frage, ist Project Lead ein Scam? Aber das sage ich am Ende. Kommen wir kurz zu den Entwicklern von Project Lead. Die nennen sich Holmgard Games. Gegründet Mitte 2020. Bei Holmgard Games gibt es Entwickler, die haben an League of Legends, COD, Last of Us und World of Tanks gearbeitet. Dennoch muss man bedenken, das ist das erste Spiel von den Machern. Die haben davor nichts anderes gemacht, laut Homepage. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass Project Lead auf der Unreal Engine 5 läuft. Das im Gameplay im Hintergrund finde ich nicht. Sieht nicht nach Unreal Engine 5 aus, aber okay. Was auch komisch ist, auf deren Homepage ist, die nennen Stalker ein Extraction Game. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe sehr viel Stalker gespielt und ich kann bestätigen, das ist kein Extraction Game. Aber kommen wir zum Spiel. Im Gameplay, das ist ein Alpha-Bild. Also kommt drauf an, wann ihr dieses Video seht, aber das könnte schon komplett anders aussehen. Aber es ist für ein Alpha-Bild ziemlich spielbar. Es gibt Quests, es gibt eine kleine Open-World-Map, es gibt PvP-VE oder nur PvP, wie ihr wollt. Ihr könnt auch die Bots einfach ignorieren. Es gibt sogar, wie bei EFT, Scavruns. Da kannst du einfach mit einem random Loadout in die Welt gehen und ohne Angst ein Zeug looten oder verlieren. Es gibt einen Global Hub im Spiel. Da seht ihr andere Spieler, könnt mit denen rumlaufen, ein bisschen schlägern und könnt ihr ein bisschen betrachten, wie die aussehen. Denn es gibt auch Skins im Spiel. Es gibt auch ein es gibt so eine Art Skin-Shop, aber du kannst diese Währung nicht kaufen. Aber du kannst anders aussehen. Das ist schon mal ganz nice. Es gibt viele Waffen tatsächlich. Das hat mich echt überrascht. Es gibt einen Schießstand. Da kannst du alle Waffen ausprobieren mit allen Mods. Es gibt eine gute Anzahl an Mods. Also sieht schon ganz nice aus. Auch jetzt die Stunden, die ich gespielt habe, PvP macht Spaß. Auch wenn es sich ein bisschen scheiße anfühlt, aber PvP ist ganz in Ordnung. Gibt mir so ein bisschen H1Z1-Vibes von damals. Es ist halt, da es das erste Spiel ist von denen, ist schon ein gewagtes Projekt. Schau dir The Cycle Frontier an. Das lief auch ziemlich gut am Anfang und wurde dann von Cheatern zerstört, bis die Server offline gingen. So, ich würde sagen, das Spiel ist kein Scam, aber ja, das muss noch sehr lange kochen. Ich würde das Spiel aber aktuell nicht kaufen. Und wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, dann nur die kleinste Edition. Denn der Steam Release oder der Steam Early Access Release soll dieses Jahr im zweiten Quartal stattfinden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber irgendwann im zweiten Quartal. Ja, aber trotzdem, das Spiel könnte natürlich auch richtig hart floppen, wenn du mal schaust, was dieses Jahr noch alles kommen wird vielleicht. Wir haben da Beautiful Light, Grayson Warfare ist schon draußen, wir haben vielleicht den Escape from Tarkov Release, The Vigor bekommt PC Release, dieses Jahr Exoborn gibt es auch noch und Pioneer. Also schon ziemlich viele Spiele, die dieses Jahr rauskommen und die auch viel Potenzial haben. Aber ja, mal schauen. Project Lead, wir schauen mal, wie das wird. Ja, das war's schon mit dem Video. Recht kurz und knackig. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen und mir gerne auf Twitch folgen, RickRickTV. Wir streamen montags, mittwochs, freitags und samstags ab 19 Uhr. Schaut gerne vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.